Herzlich willkommen zu einem Monster Hunter Tri Ultimate Let's Play. Das letzte Mal haben wir irgendwas online gemacht und ich hoffe, dass die jetzt nicht irgendein Event-Dings machen wollen. Na Mann, bitte helf mir. Ich bin in einen anderen Raum reingegangen, weil niemand in meinen Raum rein wollte. Nach einer Stunde. Also, ja. Henry, du der Event. Wie wär's mit den Rostier und Durambaros machen? Das wäre doch toll, oder? Bitte? ich habe Angst. Craven will mir schon helfen. Der ist ein ganz netter Dude. Der hilft uns. Der ist voll cool drauf. Ist die Frage, was mit den anderen beiden ist. Oh, er hilft uns. So ein Retter der Kitties, der Katzen, der kleinen Mini-Katzen, Babys und so. Ja, ein guter Typ. Und der Craven, ja, das ist auch so einer, der rettet bestimmt Welpen in seiner Freizeit. Aber der Axel, ja, ich bin mir noch nicht sicher. Der sieht aus wie ein ganz Böser. Der hasst wahrscheinlich Tiere und Menschen und Steine. Devilhorn. Devilhorn. Devilierhorn. No. Keine Ahnung, was da labert. Ist egal. Aber hier, wir haben jetzt hier wenigstens Leute, die was drauf haben. Ach ja, es gab genau eine Person, wo immer gejoint ist bei dem einen Raum, den ich immer gemacht habe. Ich habe nämlich insgesamt versucht, 3 Räume zu machen mit anderen Namen. Und ja, da war einer, der hat es gejoint und der hatte unter 100 Verteidigung im G-Rank. Also ich weiß ja nicht, aber ich glaube, das ist nicht viel. Frag mal. Wo ist das heute? Wow. Schaut euch mal die Waffe an. Moment. Was? Ey, was zur Hölle ist das? Drachengebrüll. Alter. Cool. Okay, gut. 3 Minuten. Wir könnten auch langsam starten. Ja, hier. Ready? 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 Hallo? Ich glaube, die wollen nicht starten. Okay, also. Go. Moment, Action isn't ready. Jetzt ja! Oh. Victor. Sie verarscht mich doch. Mach doch ready. Ja. 4 Minuten. Neuer Rekord. Okay. Jetzt aber. Die sind so hohes Level. Die Folge müsste trotzdem nicht zu lang sein, glaube ich. Also. Es wird mich jetzt sehr verwundern. Aber oh mein Gott. Es hat funktioniert. Ja. Wir können spielen und ich bin im super Geheimraum der Geheimigkeit. Bonk. Oh mein Gott. Warum? Vielleicht kriegen wir hier was Tolles. Irgendwelche tollen Amulette. Und nicht nur glänzende, sondern uralte oder wie die heißen. Wie heißen die? Antike, genau. Hier wird man doch verrückt. Schwere Rüstkugeln sind auch nicht schlecht. Und kommt hier was Gutes? Kann man hier was Gutes sammeln? Ich denke mal nicht, oder? Oh, ich nehme es zurück. Glatthacken, ja. Sehr schön, damit kann man bestimmte Erze verdoppeln. Oh, beständiges Amulett, das ist eins von den guten. Ja. Prunk. Okay, gut, dann können wir jetzt ja gleich zum Glück loslegen. Hat überhaupt nicht lange gebraucht oder so, nein.
Aber es will auch kein Schwein den doofen Rostoramboros machen. Ist irgendwie so ein böser Kollege, ja. Der hasst uns. Und der hasst alle anderen und darum hassen ihn auch alle. Immer dieser Rostoramboros, dreckiger Drecksack. Genau du da hinten, der dreht sich immer so bescheuert, ja? So ein Opfer. So, dann schauen wir mal. Ich habe übrigens die Doppelschwerter klingen hier, weil ich jetzt, keine Ahnung, wegen dem Rostoramboros, weil der 10.000 HP hat. Und ich glaube, unsere einzige gute Eiswaffe. Oder nicht gute, unsere einzige wirkliche Eiswaffe. Obwohl, wir haben ein Langschwert und irgendwie. Irgendein Aua! Schwert und Schild. Das jetzt auch nicht wirklich gut ist. Weil es kaum verbessert ist. Wir brauchen da sogar noch Low-Rank-Sachen für das. Ups, das wollte ich jetzt nicht. So, schön heilen. Und dann schauen wir mal, was der Kollege hier eigentlich will, dieser dreckige Duramboros. Der ist so fett! Ja, auf da! Oh, auf damit, du Hund, du! Mann, ey! Egal. Wir haben hier auch coole Waffen hier, alle. Und viele Hammer, sehe ich. Hier. Hammer sind ziemlich stark, wenn man mit denen gut umgehen kann. Ich weiß jetzt noch nicht, wie es beim Duramboros ist, weil. Keine Ahnung, kommt man an den Kopf gut ran? Ich kann es mir jetzt nicht so gut vorstellen, aber. Ja, wer weiß. Wenn man gut an den Kopf rankommt, das ist natürlich toll. Oh, okay, man kommt gut an den Kopf ran. Ich kann mir auch vorstellen, dass man ziemlich gut rankommt, wenn der mal irgendwie nach unten fliegt. Also wenn er so nach oben hüpft und dann runter hüpft und dann runterfliegt, dann funktioniert das bestimmt ganz gut. So, ja gut, dann ist der Hammer da doch ganz gut. Gegen den Duramboros, ja. Das ist halt immer so eine Sache bei Hämmern. Da muss man aufpassen, gegen was so ein Monster man spielt, weil eigentlich kann man jedes Monster damit besiegen, nur bei manchen braucht man selbst sehr, sehr viel Wissen, was für Angriffe die machen. Und genau in welchen Angriffen man das so timen kann, dass man den Kopf erwischt. Da gibt's, ja, es gibt auch Leute, die einfach mal alleine einen Alatreon machen, nur einen Hammer und da dann easy den die ganze Zeit am Kopf erwischen, weil die genau auf die richtigen Angriffe warten. Und dann genau so das Time, dass sie das erwischen, was ziemlich heftig nice ist. Aber natürlich auch abnormal schwer. Das schaffe ich ganz sicher nicht. So. Ich spiele lieber mit meinem bobligen Schwert und Schild. Oh Mann. Oh je. Oh, geht er denn hin? Und dreht er sich so komisch? Was ist mit dem los? Ich meine, der dreht sich ja normalerweise auch, aber nicht so. Ja, der hat gerade irgendein Problem, glaube ich. Ah! Ah, ich sehe nichts! Was soll denn passiert hier? Okay. So, das Wichtige ist hier einfach am Leben zu bleiben. Ich muss mal nicht mal so viel Schaden machen, dafür sind die anderen zuständig. Weil ich ein Kacknub bin, nein. Weil, ist halt so. Weg vom Gesicht. Das ist ein Tipp an alle Leute, falls ihr keinen Hammer habt. Oder kein Jagdhorn. Und aber Leute mit Jagdhorn oder Hammer im gleichen Raum sind, dann haut ab vom Gesicht. Ihr stört nur. Weil die sind viel besser gegen den da, wenn es um sowas geht. Die müssen zum Gesicht. Ui. Haha, so ein Opfer. So ein Opfer. Ja. Vernichtet. Selbst vernichtet. Ey. Oh. Wo hüpft der jetzt schon wieder hin? Oh, ich bin so dumm zum Treffen. Traurig, traurig. So, ich frage mich, wie lange der überlebt, weil der hat ja sehr viel HP, der Kollege. Jo. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob der uns damit gerettet hat, der Typ da, der uns weggehauen hat oder nicht. Aber egal. Solange wir noch leben. Oh je, der Axe ist fast kaputt und der greift weiter an. Was macht er denn? Ist er verrückt geworden? Der spielt hier auf. Fuck the police, wer braucht schon Sicherheit? Oh, Craven ist an einer schlechten Stelle, aber zum Glück ist er gerade voll am Arsch, der Kollege. Der Kollege Durambaras. So. Ich würde ja gern irgendwie. Kann man das irgendwie noch mehr kaputt machen? Ah ja, schon, oder? Da kann ja noch was abfliegen vom Schweif, soweit ich weiß. Im Moment können wir ja erstmal nur dran spitzhacken. Das war jetzt ja nur das Erste. Oh, ja, gut gemacht.
Das Lustige ist ja, die haben irgendwie so eine Triple-Quest gemacht mit drei großen G-Rank-Monstern und so davor. Und da war ich ja nicht dabei. Und das haben sie wohl geschafft, aber jetzt gegen so einen Rostoramboros verreckt er einfach mal, der Axel. Der unterschätzt den wohl. Naja, egal. Ja, jetzt soll ich die Quest endlich mal schaffen, weil das ist so ziemlich der nervigste von den Key-Quests gerade. Ich bin ja allgemein kein Fan vom Duramboros, aber der Rostoramboros, der hat, glaube ich, sogar noch mehr HP, oder? Als der normale? Ich weiß gar nicht. Aber wenigstens sind hier die Gebiete größer. So. Hallo, Kollege. Ah. Wieso dreht denn der sich? Ach so. Ich wollte schon sagen. Hier. Wen will er hier erwischen? Aber er hat ja einen... Ah, einen Schweif. Mann, das war jetzt nicht so toll. Lass mich Ruhe. Jo. Oh oh. Oh, gut. Er ist nicht noch weiter nach hinten. Manchmal macht er noch so einen Schritt nach hinten und greift dann nochmal mit Schweif an, was dann nicht so cool ist. Ja. Ist eine doofe Position, ganz ehrlich. Dann bleibe ich lieber weg. So. Oh. Mann, hör mal auf. Ich hoffe einfach mal, dass die Typen mit ihrem Dings, mit ihren Hämmern hier und denen nochmal K.O. schlagen. Und dann können wir schön auf den Schweif. Oh oh. Oh. Okay, das ist sehr selten, dass das passiert. Aber der Typ kann einen auch einschlammen, einsteinen, was auch immer. Einsteinen, dann wird man ganz schlau. So. Schauen wir mal, wo er hinhüpft. Bitte nach oben. Gut so. Ich bin ein bisschen weit weg. Aber es müsste okay sein. Los, greif an, schneller. Boom, sehr nice. Wow. Der Schrei ist nicht mehr rausgekommen. Warum halte ich mir die Ohren zu? Mann, ey. Ah, die Hörner sind ja sogar schon kaputt. Oh, ich bin zu dumm. Habe ich da links noch was gehört? Da ist auch noch ein Monster. Oder nicht? Da hinten, ah, da war ein Volvidon. Okay, wieso nicht? Einfach mal so ein Volvidon dahin. Das ist möglicherweise eine doofe Idee. Nein, doch nicht. Hey, Duramboros. Wo gehst du denn hin? Fuck. Oh, Alter, was war das für ein Angriff? Hä? Wir sind nicht mehr auf den Boden geflogen, glaube ich. Wir sind gleich wieder aufgestattet, ne? Keine Ahnung. Warum haben wir so viel Schaden bekommen? Ich bin verwirrt. Habt ihr das gesehen? Kann der mal aufhören, bitte? Der will wohl ohne Highlight im Spiel oder was? Hier. Die schwere Version von dem Spiel oder was? Oh! I don't have pot. Ja, super. Ich meine, für was braucht man auch Highlight-Items oder so? Auf zu viel verlangt, oder? Ah, ich hab doch Versorger, oder nicht? Versorger, der müsste doch in... Oh. Ich weiß nicht, was er hat. Im Lager müssten Highlight-Items sein. Oder meint er jetzt einen Maxi-Trank? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich redet er wirklich von Drogen hier, der hat keinen Pott. Der Kollege. Ja. Mann. Oder Versorger, es sind schon Items da. Am Anfang kam noch die Meldung, oder nicht? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil wenn ja, dann ist er ganz schön doof. Und wenn nicht, dann keine Ahnung. Dann funktioniert die feline Fähigkeit nicht so. Nicht so richtig. So, oh. Erwischte mich noch? Na gut. Schnell rein! So, wo hüpfst du denn dieses Mal hin? Kollege. Oder fliegst du um? Nee, der fliegt nicht um. Und der hüpft auch gar nirgends mal hin. Was soll das eigentlich? Ich will mein Geld zurück! Ey, flieg mal um. Wir müssen noch deinen Rücken kaputt machen. Oh. Jetzt nicht aus Versehen den Hammer-Typ da erwischen. Ich meine eigentlich, ja gut, meine Angriffe hier sind wahrscheinlich ja schlechter, weil er seinen Hammer natürlich komplett verbessert hat, seinen Schleimhammer. Da kann ich nicht mithalten mit meinem Popel. Mit meinem Popel, Doppelkling, was zur Hölle war das? Ich werde von komischen Angriffen hier erwischt, von denen ich keine Ahnung habe. Yo. Hat es gesehen? Okay, ich will jetzt eigentlich schärfen, aber nicht so wichtig. Die Musik hat aufgehört. Die haben es wirklich geschafft, es zu verbuggen.
Oder der sieht uns noch nicht. Der ist eingeschlafen und jetzt geht es weiter. Oh, ich finde es so lustig, wenn es passiert. Das passiert so selten, aber man kann einfach mal dafür sorgen, dass die Musik aufhört, weil der ja so gesehen schläft. Und dann, ah, okay, jetzt fängt sie an. Oh Mann. Yo. Das ist echt, wow. Der Typ hat einfach mal Wurfmesser irgendwie gehabt. Und, also der hatte auch das Giftzeug dabei. Ey, der Typ, der will sich jetzt entschuldigen, indem er schön mit Items hier dingst. Okay. Ah, der will jetzt mit Items sich entschuldigen. Was passiert? Ich weiß gar nicht, wo er hin sein will. Wissen die das? Ist der schon zu seinem Schlafgebiet oder? In 11. Okay. Gut. Ich vertraue den mal. Ja. Ich meine, ja gut, ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum der sich nach unten gräbt. Wenn der andere Orten könnte er ja hinlaufen, glaube ich. Na dann, ja. Jo. Hui. Yeah. Wow, oh, oh. Okay. Ich weiß nicht, brauche ich einen Energy Drink? Ich will jetzt keinen verschwenden. Auch. Selbst. Ich weiß nicht, ob es nötig ist. Ich lasse es einfach mal. Ist ein bisschen weniger Stamina, wird uns jetzt auch nicht umbringen. Ja. Gut. Job. Ja. So. Fats. Rost oder am Panzer. Easy. Vernichtet. Oh, eine Rosturan-Platte, die sind aber beim Duramboros nicht selten. Achso, ja. Ist nichts Besonderes, da ist schon wieder eine. Und ich werde jetzt gleich mal die Folge beenden. Weil der hat eh keine seltenen Sachen zum Droppen. Also ist nicht so wichtig, ob wir jetzt die Items sehen. Und ja. Aua. So. Beende ich mal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.